Hallo, wir spielen jetzt bald Grasig am Neckar und die rechte Hand wandert eine Etage höher mit dem Daumen auf das C2. Ihr kennt die Melodie schon, ich spiele sie euch einmal aber vor. Die linke Hand, die spielt jetzt die zwei Tonakkorde, die ihr kennt, in einem Muster. Nämlich G spiele ich nicht mehr gleichzeitig, sondern ich spiele die Töne nacheinander. 1, 2, 3. Und wenn der C2-Tonakkord kommt, spiele ich 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und beim G2-Tonakkord. Wenn ich jetzt beide Hände zusammenspiele, also die rechte Hand in der oberen Etage, eine Oktave höher und die linke Hand mit dem Muster, dann hört sich das Lied so an. Auf diese Weise könnt ihr viele Lieder begleiten. So, auf diese Weise, wenn ihr die Zweitonakkorde mit Muster spielt, könnt ihr die viele Lieder begleiten und es hört sich gleich viel abwechslungsreicher an. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen und ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.